Charakterisieren würde ich sagen, es ist zum ersten Mal der klassische Thriller, mit dem wir umzugehen haben als Kommissare. Also dieses Ticking Clock, wie man sagt, die hinter uns arbeitet, die Zeit, und wir rennen gegen die Zeit an und hoffen, noch Menschenleben zu retten. Das ist so neu. Auch, dass man den Täter von Anfang an kennt, das ist auch neu, die Erzählweise. Mit einer Einkategorisierung, das klingt immer so nach Wertigkeit oder nach Beurteilung, tue ich mir schwer, möchte ich nicht machen. Ich habe alle fünf mit gleicher Leidenschaft oder Herzblut gemacht und ebenso auch die Teams jeweils. Ich glaube, sie unterscheiden sich einfach in ihrer Farbgebung extrem, in der Art und Weise, wie man Geschichten erzählt. Und ich bin ein Fan davon, dass da so viel Verschiedenes möglich ist. Ja, also mir geht's ähnlich. Also ich würde jetzt auch nicht sagen Note 1 bis Note 6 oder so. Aber einordnen, eben, also das ist halt jetzt einfach tatsächlich ein Thriller. Ne, den kennt man eigentlich. Thriller, woher kennt man das eigentlich? Aus Amerika. Aus Amerika kennt man den Thriller, aber so, das ist jetzt einen fränkischen Thriller. Also ich glaube, das hat halt auch eine Zeit gedauert, bis man sagt, jetzt machen die Franken nochmal einen Thriller und den können sie auch. So, also ne, es sind ja, wir haben ja eigentlich ganz verschiedene Tatorte gemacht. Also ich glaube auch mal so einen richtigen klassischen, glaube ich, das war der erste, war glaube ich ein klassischer Tatort so, und dann einfach das zweite mit den drei Geschichten, das war ja auch sehr ungewöhnlich. Ja. Also deswegen würde ich sagen, das ist halt jetzt einfach der Thriller. So.